Yo, Kompagnons, ich bin's, euer Brandy, und willkommen zurück bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. Juhu, es geht weiter, meine Friends, sofern uns der Ladebildschirm dazu das ermöglicht und uns das erlaubt. Vorher natürlich nicht. In der letzten Folge haben wir uns bis zu dem Doktor vorgearbeitet. Und jetzt geht's weiter. Garut ist ein uraltes Wesen, das über gewaltige Macht verfügt. Er wartet tief im Inneren des Labors auf dich. Einer von euch wird sterben. Sieh zu, dass es dieser Hurensohn ist. Bitte, ich möchte das nochmal hören. Garut ist ein uraltes Wesen, das über gewaltige Macht verfügt. Er wartet tief im Inneren des Labors auf dich. Einer von euch wird sterben. Sieh zu, dass es dieser Hurensohn ist. Das werde ich tun. Es wird dieser Hurensohn sein. Dieser Hurensohn. Na gut, das wird jetzt eine etwas nicht so jugendfreie Ausgabe. Whatever, Beba. Ja, nach diesem Let's Play, also das neigt sich jetzt auch langsam, aber sicher dem Ende zu, meine Freunde, wird es natürlich wird ein Nachfolgeprojekt kommen, was denn auch sonst? Ich bin gerade aber selber noch überlegen, welches es sein wird. Das ist nämlich noch so die Frage. Ich habe hier zwei verschlossene Spiele Boxen noch. Dann habe ich auch noch meine abonnierte Jahresabo in der GameStar, was mir jeden Monat neue Spiele bringt. Also an Spielen fehlt es mir jetzt nicht, die ich Let's Playen könnte. Es fehlt mir eher an Spielen, an Spielen, die ich zurzeit Bock hätte zu Let's Playen. Wobei eigentlich nicht, nee, das machen wir jetzt ganz anders. Ich Let's Play einfach. Natürlich, ich habe ja noch so viele Projekte am Laufen, die sind auch geil und die machen wir. Aber erstmal anhören. Monstrositäten sind dir das Heiligtum eingedrungen. Protoss. Diese Tartarien bilden Naruts Reserve. Es sind seine beste Truppe. Der letzte Kampf naht. Oh. Was für eine Schande. Dieser Ultralisk hätte nützlich sein können. Stukov-Organismus versteht falsch. Tod irrelevant. Nur Essenz wichtig. Ultralisken wiederhergestellt. Ultimatives Symbol für Schwarmevolution. Ja. Wir müssen einen Standort für unseren Schwarmcluster sichern. Dann kümmern wir uns um Naut. Ja, das werden wir doch gleich mal erledigen für unsere liebe kleine Kerrigan. Fallen. Nein. Ach, das ist ja Zucker hier. Greift an. Ja, Kerrigan, ein bisschen weiter vor, ein bisschen was heilen auch. Kannst du schon mal machen. Ah, da haben wir ja was. Ah, ist ja Zucker, was wir hier machen. Macht euren Frieden. Warum würde Naruto dieses Labor auf einem Xel'Naga-Tempel bauen? Du weißt überhaupt nichts über die Xel'Naga. Oh. Treibt eine Nullzone auf dich zu. Sie wird dich bei der leichtesten Berührung umbringen. Oh. Diese Tempel verstärken seine Macht. Stukov, geh zu den Tempeln und vernichte sie. Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Na. Na, dann hast du falsch gedacht, Stukov.
So einfach ist es. Hier, also wir haben einen Ultralisken-Dent. Und das haben wir auch. Ja, dann gib mal schön ab. Wir brauchen jetzt erstmal hier. Der erste Tempel befindet sich hier. Ja. Dann wollen wir ihn mal zerstören. Beeilt euch! Die Nullzone bewegt sich auf mich zu! Echt? Ja, das tut sie. Tatsächlich. Ja, tut mir leid, Kerrigan, aber irgendwie kann ich dir jetzt nicht ganz helfen. Tut mir echt wahnsinnig leid. Ja, natürlich. Alles Klärchen, Bärchen. Ja, das wird sie schon überleben irgendwie, somehow. Wir brauchen jetzt erstmal schön ein paar Dröhnchen. So ist es nicht. Oh, wir haben hier gleich drei Geysire, oder wie sehe ich das? Haben wir hier gleich echte drei Geysire? Dann können wir ja gleich hier... was kostet mich ein Ultra? Ein Ultra bauen und zwei... mal nur Zerklinge, na dann. Ah, fuck Nutten. Das war natürlich ganz clever gemacht von mir. Ganz clever. Ganz clever gemacht. Ganz großes StarCraft auch. Ja, haben wir hier jetzt bitte einmal einen Schößling? Ja, dann machen wir einmal den hier. Und wie viel brauchen wir dafür? 200 brauchen wir dafür. Das dürfte gleich erreicht sein. Wie wäre es, wenn ihr uns mir schneller hier... Zack, zack, ich brauche Gas. Genau, und dann meine Truppen, wie ich... Ja, ist ja kein Stress, Narut. Nicht Narut, Stukov. Ah, ist ja hier ganz großes StarCraft auch. Mach mal fertig. Ich kanalisiere Psi-Energie in diesem Tempel, aber das wird seine Zeit dauern. Natürlich. Wir wagt es, die Scheine unseres Gottes zu schenken. Wir werden euch zerschmettern. Das kannst du gerne probieren. Ich kann meine Kräfte weiterhin für den Kampf einsetzen. Bleibt wachsam. Ein Hybrid nähert sich. Ein Hybrid nähert sich. Ja. Soll er sich halt nähern, würde ich behaupten. Oh, das ist natürlich nicht so clever. Zucker haben wir hier gemacht. Der erste Tempel hat sich deaktiviert. Na gut. Exzellente Arbeit, Stukov. Ich kann fühlen, wie Naruts Kraft nachlässt. Ja, das ist Erfolg, aber nur für den Moment. Greater Spire. Tempel deaktivieren. Ach Scheiße, jetzt habe ich hier gerade meine Verteidigung laufen lassen. Was ist das? Ach, fünf Tempel muss ich deaktivieren. Zerstört ihren Schwarmstock. Allein kann sie nicht überleben. Ja, ist mir schon klar, dass ich allein nicht überleben kann. Deswegen werden wir jetzt hier auch eine kleine Defense Wall einlegen. So, und dann einer ist noch. Der macht hier mal bitte. Und die machen wir mal zu. Stukov, ich spüre Kristalle, die Narut verwendet, um rohe Psi-Energie zu lagern. Aha. Ja, ihre Energie ist schwach, verborgen nahe dem Tempel. Okay. Wenn wir genügend Zeit haben, werden wir sie finden und zerstören. Ja, das machen wir doch glatt, oder? Das können wir uns doch leisten für die Kerrigan. Oh, da können wir gleich eine Echse auch noch benutzen. Sehe ich so, oder? Ah, ja, natürlich kann man das. Dann machen wir das mal so. Und noch eine, da wir ja eh eine zu viel haben. Und das war's dann.
Wir müssen noch einen Tempel zerstören, da die Energie wieder in Richtung Kerrigan fließt. Das ist natürlich nicht clever. Also so, zack. Stukov. Ja, aber tut mir leid, wir machen es schon. Ja, wir werden uns hier auch schön... Ja, das erledigen wir alles ganz easy peasy. Oh, 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 erstmal zurück. Der Stukov muss seine Fähigkeiten einsetzen können. Das muss uns schon... Dann erledigen wir das Ganze mal weiterhin hier. Und... Wo herrscht denn bitte Chaos hier? Und wo kommen die Truppen? Der zweite Tempel ist gefangen. Winde dich so viel du willst. Deinem Schicksal entkommst du nicht. Nein, meinem Schicksal entkomme ich nicht. Wir werden uns diese Kristalle mal schnappen. Solange das mal funktionieren sollte. Spür die Klingen der Teilnehmen. Ja, ja. Nummer 1. Unser Sieg ist gewiss. So muss das. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Ah ja, bitte angegriffen. Ah, das war ja ganz locker abgewehrt, Leute. Das war ja echt, also ich bitte euch. Eine einwandfreie Entscheidung. Ja, das weiß ich. Ist ja auch meine Entscheidung gewesen. Oh, es ist Zucker hier. Ah, Lucky, Lucky. Oh, wunderschön. Lass du Kopf dahin. Zum Tempel! Er darf nicht fallen! Beseitigt die Taldarin. Mehrere Hybriden sind unterwegs. Ah, der Zucker. Mehrere gleich. Ah, Stukov hier. Ganz, ganz zuckrig. Ganz verzuckert. Mach den mal kalt, bitte. Oh, ist ja hier ganz großes Zuckerkino. Ja, in dem Fall ist er es tatsächlich. Ist hier noch genug? Wir haben einen dritten Tempel deaktiviert. Zwei Tempel sind noch übrig. Er wird schwächer. Kämpf weiter. Ja, wir kämpfen. Nein. 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 Das ist natürlich ganz ätzend jetzt hier. Wir sind jetzt maxed, das ist wichtig. Wir müssen neue Tempel finden. Von daher kein Stress bitte. Okay, da ist eine Base, die könnte man schon mal zerrotten, aber die will ich nicht zerrotten. Wir wollen uns vielleicht noch mal was anderes suchen. So ein Kristall wäre noch mal top, würde ich sagen. Das Ende steht bevor. Oh, das ist er. Ah, da ist einer. Ah, das ist ja hier ganz großes Zucker. Hey, wir wagen das auch nicht. Wir werden jetzt einige Muten noch raushauen, die werden auch mal hier hinfliegen.
Und wir werden uns mal in die Richtung wagen. Oh, ein Icon. Nicht so ganz gesund für unsere Muten. Aber die sind ganz lässig drauf. Lass mal sie uns alle mal heilen, einfach mal, aus dem Grund, dass es... Ich behalte meine Muten am liebsten lebendig, ist ja schließlich klar. Haben wir hier noch genug? Nee, haben wir nicht. Bauen wir hier mal... für den Fall der Fälle nochmal die Dinger hin. Dann haben wir hier noch was, dann haben wir hier... Einer fehlt uns noch. Ja, wenn man schon vom Teufel spricht... Kommt der einen auch holen, ist ja schließlich klar. Ah, dann holen wir uns jetzt auch mal den Teufel. Wir haben nämlich viel zu viele Muten für die, ganz einfach. Die werden hier nicht überleben, die Typis. Ah, es war ja Zucker, was wir hier erledigt haben. Ganz großes Kino. Und das müsste jetzt der dritte Kristall sein. Wir erledigen es hier auf die Art und Weise. Ja, werden wir aber. Die Kristalle wurden zertrümmert. Ja. Ihre Macht gehört jetzt dem Schwarm. Ja. Ja, machen wir hier. Ist das schon alles? Stukov, bitte. Ja. Vernichtet die Protoss jetzt. Die Hybriden sind unterwegs. Wir werden schon verteidigen. Behalt immer einen klaren Kopf. Ja, ja, werden wir. Ah, ist ja Zucker, was wir hier spielen. Heil sie, Stukov. Ich will meine Muten nicht verlieren, muss ich dir schon mal sagen. Also... Das war's. Der vierte Tempel ist gefallen. Ja. Nur noch einer. Nur noch... Das ist nicht möglich. Ich spüre, wie deine Stärke dich verlässt. Ja. Das spürst du. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Ah, das ist nicht so clever hier, dass da einer einzeln rumscheucht. Ah, ganz großes Kino, ganz großes StarCraft hier auch von mir. Ist einfach grandios gespielt. Einfach ohne Worte, grandios einfach. Einfach wie Zucker. Seht ihr das? Die anderen sehen einfach kein Land und das ist einfach... Ach, es ist schon hier... Es ist schon einfach... Unsere Streitkräfte sollten sich darauf konzentrieren, Naruts Tempel zu zerstören. Ja. Aber wenn wir schon hier sind, dann können wir ja alles abstauben hier. Alles klärchen, ne? Machen wir es mal hier. Wir wollen ja hier nichts riskieren. Deswegen machen wir mal direkt die Tempel alle. Oh, das ist ja hier alles wie... Wie... ja, wie ist denn das? Ja, geh halt rein. Verteidigt dein Tempel! Vernichtet diese Monstrositäten! Eine große Anzahl Hybride nähert sich. Ein... Das ist unser letzter Kampf. Ach so. Boah, jetzt erstmal hier heilen. Alter, hier ganz große StarCraft hier auch. Und jetzt lass sie mal wieder reinkommen. Ah, das haben wir grandios verteidigt einfach. Das ist einfach
grandios verteidigt von uns. Das kann nicht sein. Doch. Deine Tempel wurden zerstört. Oh. Und ich habe meine Basen auch noch gehalten. Oh, ist ja Zucker. Ja, was ist jetzt, Naruto? Du hast verloren. Wir haben es geschafft. Die Nullzone hat Naruto geschwächt und ihn verwundbar gemacht. Trotzdem ist er das mächtigste Wesen, dem ich je gegenübergestanden habe. Was willst du tun? Ihn töten. Natürlich, das macht sie ja auch nur, weil sie... Was hat das jetzt mit Rayna zu tun? Egal. Wir tun es einfach. Auch wenn es eigentlich nichts mit Rayna zu tun hat, wir töten ihn einfach. Stell dich, Naruto. Es ist vorbei. Dies ist nur der Anfang. Amon flüsterte hiervon aus den Sternen. Er erzählte dir von seiner Rückkehr. Er erzählte dir von Ruin, Auslöschung, dem Ende aller Dinge. Dein Gott ist tot und kehrt nie wieder zurück. Ach, glaubst du wirklich? Nein. Sarah. Oh ja, das war's, K.O. für Kerrigan. Ja, sie liegt halt am Boden, weint jetzt. Oh Gott, nein, ich hab gegen Jim gekämpft. Oh Gott. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Tja, aber das hast du nun mal und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin, ciao.